Arzburg Alex. Wie immer hier, willkommen zur 16. Folge von Der Weg zum Ruhm aka deiner neuen Lieblingsserie, die zumindest von Montag bis Freitag täglich um 18 Uhr auf YouTube erscheint. In der letzten Folge wurde der Gegner ordentlich geplättet. Wir haben mit 6:0 gewonnen und hätten noch deutlich höher gewinnen können. Das heißt auf jeden Fall, dass wir ein Upgrade für den Sieg bekommen. Ein Upgrade für die plus 3 Tordifferenz und noch ein Upgrade für die plus 6 Tordifferenz. Weil viele von euch haben sich ja gewünscht, dass wir für alle 3 Tore im Plus ein Upgrade bekommen. Das heißt auf jeden Fall, dass wir jetzt 3 glänzende Silberspieler ins Team packen können und ich freue mich schon richtig. Weil es gibt wirklich so viele gute glänzende Silberspieler aus Deutschland. Auf jeden Fall, unser erstes Upgrade, Andreas Beck, du kommst leider raus und wer kommt rein? Ja, natürlich. Dennis Siegmeier, wer denn sonst? 90 Tempo und ein paar unwichtige andere Statistiken. Sogar direkt noch mit einer Shadow-Karte. Ist übrigens auch nicht mehr vorhanden auf dem Markt. Dann geht schon nach sehr, sehr kurzer Zeit Mirko Boland aus dem Team. Und wer stattdessen reinkommt, war wirklich sehr schwer zu entscheiden. Leitner und Didavi wurden wirklich von sehr vielen Leuten von euch vorgeschlagen. Und es war wirklich nicht einfach. Aber ich muss sagen, ich habe beide mal getestet und mir hat Leitner ein bisschen besser gefallen. Also kommt jetzt für Boland Leitner ins ZOM. Und da haben wir unser zweites Upgrade. Und als drittes Upgrade auch unser letztes Upgrade. Dafür geht dann Mitchell Weiser aus dem Team. 4 Sterne Skill, 4 Sterne Weakfoot. Habe ich leider recht wenig von gemerkt, muss man sagen. Auf jeden Fall kommt André Hahn dafür ins Team. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ursprünglich das so geplant, dass ich Hahn als RS mache und ihn einfach in Sturm stelle. Aber ich habe gerade erst seine Arbeitsraten gesehen. Und zwar eine Mittel für Angriff und eine hohe für Verteidigung. Da ist er, glaube ich, im Sturm nicht so gut aufgehoben. Und ich muss sagen, den habe ich gestern im Stream als Verteidiger in einem kleinen Spaßteam benutzt. Und der war richtig gut als Verteidiger. Lag vermutlich an seiner hohen defensiven Arbeitsrate. Aber wir gucken doch mal, was Hahn jetzt hier so reißt. Vielleicht verstärkt er noch die Verteidigung ein bisschen. Ich meine, die ist ja nicht gerade schwach mit Diekmeier da hinten. Aber wir gucken auf jeden Fall mal, was die Matches denn so bringen. Und ich würde sagen, let's go. Ja. Da haben wir unseren Gegner. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, was wir gegen die reißen können. Und übrigens, ich habe das Stadion gewechselt und den Ball. Vielleicht sieht man das auf den Mobilgeräten jetzt ein bisschen besser, weil es mir letztens erst aufgefallen. Ich habe letztens das erste Mal ein eigenes Video von mir auf dem Handy geguckt und da war das echt schwer zu erkennen, wo der Ball ist bei manchen Aktionen. Auf jeden Fall jetzt einen helleren Ball am Start plus das Olympiastadion. Oh, was ist mit den Leuten in FIFA los, ey? Warum startest du ein Spiel und lässt deinen scheiß Controller denn liegen? Ich glaube, manche Leute können einfach nur geschlagen, und zwar rund um die Uhr. Der Typ hier, die Leute von EA und. So, er rennt auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob das er ist oder der Computer. Ich glaube, das ist der Computer. Da hinten ist einer. Da ist einer. Wow, ausgeskillt, yo. Hey, 1:0, wow. Ich weiß nicht genau, was der Sinn daran ist, einfach ein Spiel zu starten und dann den Controller wegzulegen. Wahrscheinlich will er so irgendwie Siege bekommen, dass die Gegner einfach quitten, weil die keinen Bock mehr auf den haben. 2:0, hey. Macht richtig Spaß. Auf jeden Fall hatte Wolfgang Hesel heute seinen besten Tag aller Zeiten gehabt. Eine 9,7er Wertung und 3 Tore erzielt. Das ist doch mal ein richtig geiler Keeper. Und Leute, das Match werten wir natürlich nicht. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir einen normalen Gegner bekommen und richtig spielen können. Also auf geht's. Da haben wir jetzt hoffentlich einen richtigen Gegner. Eine 71er Wertung, ein Aguero vorne. Kane. Yeah. Erst kriegen wir einen Gegner, der gar nicht spielt und dennoch jemanden mit Aguero vorne. Kann richtig angenehm werden. So langsam muss ich echt mal sagen, ich habe langsam keinen Bock mehr hier drauf. Entweder wir haben Gegner, die gar nicht spielen, oder wir haben Gegner, die einfach mal komplette Überteams haben, wie zum Beispiel das mit Inform vollgeklatschte Team mit Aguero und Kane vorne. So, Parker. Meine Güte. Oh, jetzt jawohl, 1-1. Ich mache eigentlich gerade nichts anderes, außer hier im Mittelfeld irgendwie herumzupassen. Hauptsache den Gegner nicht am Ball kommen lassen. Parker, komm, schieße. Was war das denn jetzt? Ja. Ordentlich Tempo. Oh mein Gott. Der kriegt die Kacke schon geschenkt, ey. Schießt in die Mitte, oder? Oh yeah. Meine Freude an diesem Spiel ist irgendwie vergangen. Wie kann das bloß angehen? Da kommst du einfach nicht vorbei, ey. Da kommst du einfach nicht hin! Ich muss mir echt bald Messi auf die Bank packen. Und immer wenn wir so ein Team als Gegner haben, packe ich einfach Messi mit rein. Es ist ausgeglichen. So, komm. Probleme, den Ball anzunehmen. Er hat Probleme, den Ball anzunehmen. Jawohl.
Wir legen 3-1 hinten, meine Laune ist richtig, richtig geil, merkt ihr wahrscheinlich schon. Dass wir echt nur noch sowas als Gegner bekommen. Komm schon. Die Pässe noch dazu. Okay. Alles gesehen. Wollt ihr ihn nicht stoppen oder was? Ich grätsch rein und der landet immer perfekt bei dem. Wie kann das angehen? Immer perfekt. Die wollen ihn einfach nicht stoppen, so wie es aussieht. Guck sie mal die schnellen Verteidiger an. Jawohl, 3-2. Komm, schnapp dir den Ball. Oh mein Gott. Hallo Parker, was bist du auf einmal so wendig? Beweglich wie so eine Statue war der gerade. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh komm schon, Schiri, ey. 3-2 verloren. Ich freue mich total. Und Leute, wir haben mal wieder verloren. Was eine Überraschung. Und das heißt auf jeden Fall, dass wir wieder einen Downgrade machen müssen. Wer es sein wird, das werdet ihr morgen sehen bei der Weg zum Ruhm. Bis morgen. Tschüss. Ich hoffe, wir kriegen mal normale Gegner. Bitte, 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 FIFA, bitte.